Psst, ey, buongiorno ihr Lieben aus Locarno. Ich wollte das Video mal ein bisschen anders beginnen. Ich sitze hier in dem ID3 GTX von Chris, von Carmaniac. Der Jonas ist da, Battery Life Christian ist da, ich bin da. Wir drehen heute nämlich hier am Hafen von Locarno den geilen ID3 GTX in der Fire and Ice Edition. Ich habe mein Video schon abgedreht, aber ich wollte euch nur mal kurz zeigen, wie das hier so abläuft. Hab meine Speicherkarte ins Handy reingesteckt und bin schon hier mein Video am Schneiden. Dann habe ich mir überlegt, ey Tarek, mach doch mal behind the scene irgendwas, damit die Leute nur mal so einen Blick dafür bekommen, wie das hier so abläuft. Schaut mal da. Ja. Da stehen die schon, die Nächsten, die warten. Aber jetzt wünsche ich dir erstmal viel Spaß mit dem Video und lass mir gerne ein Abo da, wenn es dir gefällt am Ende. Abgesehen davon, ob dein Auto ein Frunk hat oder nicht, ich empfehle dir auf jeden Fall, die mobile Wallbox von MT-GO mitzunehmen. Mit 5 Adaptern für die lange Reise auf jeden Fall gut ausgestattet. Ansonsten bekommst du auf alle Produkte, ob Typ 2 Kabel oder verschiedene Wallboxen, 10% Rabatt mit meinem Rabattcode ElektroWeiß10 auf MT-GO. Viel Spaß beim Stöbern. Wir sind jetzt hier in Locarno, hier direkt am Hafen. Ein wunderschöner Ort, euch ein besonderes Auto zu zeigen. Besonderes Auto Nummer 1. Ich habe nämlich 2 an Bord heute für euch. Schaut mal, ein Klassiker aus den 90ern, der Golf 2. Und soll ich euch was sagen? Ich bin einer der wenigen Jungs hier, der schon ein bisschen älter ist. Ich bin Jahrgang 75 und den Kandidaten hier, den habe ich damals auch live oft auf der Straße gesehen oder in den Zeitschriften meistens oder in den Videos. Ein Golf 2 Fire and Ice Edition, ja, in dieser Farbe hier, ich sag mal mit einem lila Touch. Ah, jetzt kommen Gefühle in mir auf, Leute. Ich muss einfach einsteigen hier. Schaut mal. Ah, erstmal hier einatmen. Nostalgie pur, sage ich, aber das ist auch irgendwo Autoliebe. Das muss man erstmal nachempfinden können. Hier, schaut euch das Lenkrad an. Und Fire and Ice war ja damals sozusagen mit eine Special Edition vom Golf allgemein. Mit hier blau auf der einen Seite und lila auf der anderen Seite. Hier mit dem Logo und sowie auch mit dem Logo hier vorne. Und schaut euch mal die Kassettendecks an. Ich werd verrückt, Leute. Ah. Okay, so viel Nostalgie reicht. Die Farbgestaltung hat sich ja damals hier auch so fortgesetzt. An der Türtafel mit bisschen Lila, mit bisschen Blau hier unten. Und dann die Felgen, die Felgen. Schaut mal, damals war das noch Sport. 195, 50, 15 Zoll, ne? Heutzutage ist das noch nicht mal Serie. Fire and Ice hier an der Seite. Rot und graue Rückleuchten, das war auch noch mal ein Thema damals. Na ja. Aber die Zeiten ändern sich. Und wenn wir die Kamera jetzt darüber schwenken, dann sehen wir was ganz, 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 ganz Feines, Leute. Und zwar der ID3 GTX, mit dem wir einen Roadtrip unternommen haben. Hier nach Locarno übrigens von München aus. Schaut mal hier. Kommt jetzt mit einer besonderen Ausstattung. Angelehnt natürlich an den Golf 2 da hinten. Wir haben hier eine besondere Lackierung, eine Dreischichtlackierung mit Glasperleneffekt, 21 Zoll Alufelgen mit einem GTX-Logo hier in der Mitte, dann Michelin-Bereifung mit 245, 35, 21 Zoll. Der ID3 GTX, mit dem wir hier den Roadtrip unternommen haben, der hat ja 20 Zöller und ich muss ganz ehrlich sagen, ja, mit 21 Zoll Alufelgen sieht der Kandidat schon richtig, richtig nice aus. So, an der Front nochmal in Verbindung mit dieser geilen Optik. Fire and Ice ist ja eine Zusammenarbeit mit Bogner gewesen damals. Das ist halt so eine Edition. Ich weiß nicht, ob das in Serie kommen wird, aber Volkswagen hat sich gedacht, Mensch, wir haben so viele Fans unter den ganzen Golffahrern damals, ne? Und das war echt Kult. Und jetzt die Neuauflage sozusagen, wenn wir jetzt uns die Seite anschauen hier mit diesem Rot-Metallic-Element. Und jetzt zeige ich euch was Besonderes. Wenn wir genauer drauf gucken, dann entdecken wir nämlich unter anderem ein F plus I. Schaut nochmal. F plus I. Fire and Ice. Das setzt sich dann hier an der Seite komplett fort und das Auto ist etwas tiefer gelegt. Genau, wo war ich stehen geblieben? Kommt das in Serie oder nicht? Das ist die allergrößte und wichtigste Frage, die man sich stellt. Momentan ist es nicht als Serienproduktion geplant, aber
Volkswagen möchte einfach abwarten, wie die Resonanz wird. Und jetzt schauen wir uns mal gemeinsam den Innenraum an. Wir beginnen mit den Fußmatten. Leute, schaut mal, spezielle Fußmatten, nämlich mit GTX Fire and Ice. Übrigens, alle Stoffe hier in dem Auto sind von Bogner. Also das sind dann Stoffe, die die in den Klamotten noch benutzen. Dazu kommen wir aber gleich. Das sieht nochmal richtig fett aus hier. Aber die Fußmatten, die haben auch dieses Logo integriert. Wenn wir genauer hinschauen, dann entdecken wir hier auch irgendwo das F plus I. Ja, warte mal, ich versuche mal eins rauszufischen. F plus I. F plus hier. F plus I. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. F plus I. Also überall nochmal integriert. Und schaut mal, die Pedale, das Bremspedal und das Strompedal. Kein Pause und Play, sondern hier nochmal ein, was ist das, ein X und einmal die Flamme. Das ist auch cool. Okay, dann geht's weiter mit den Türen. Schaut mal hier, ein Reißverschluss mit einem B, steht für Bogner, mit der roten Ziernaht. Das fühlt sich aber auch richtig cool an. Wie gesagt, nochmal alles Stoffe, was die bei den Klamotten hier benutzen bei Bogner. Klavierlack ist hier verschwunden, sondern wir haben jetzt hier ein mattes Lack in der Wagenfarbe. Dann setze ich das hier weiterhin fort bei diesen Ergo Active Sitzen. Hier hat man dann, wie soll man diese Farbe genau bezeichnen? Magenta oder keine Ahnung. Ihr könnt mir ja gerne dabei helfen. Das ist so eine Mischung aus Rot und Orange. Und Superman! Und das ist das Logo, was wir beim Golf 2 da haben. Blau und lila. Das ist doch cool gemacht, Leute, oder nicht? Ne? Die Frage ist, tut das weh, wenn man sich da drauf setzt? Dann machen wir das mal. Nein, tut nicht weh. Und wir haben nicht dieses nostalgische Geruch wie beim Golf 2. Wir haben hier einen geilen Neuwagengeruch. Schaut mal hier, kein Klavierlack, sondern in matt lackiert. In der Wagenfarbe hier nochmal, genauso wie entlang den Lüftungsdüsen, sowie am Dashboard hier das Stoff. Und hier nochmal oben das Dashboard mit dem F plus 1. Also das F plus 1, das müsstet ihr mittlerweile raus haben. Nochmal. F plus 1, genau. So schaut's aus. Beifahrersitz exakt das gleiche, so wie hier die Handablage, genau, Armauflage, genau. Sitze sind eigentlich exakt gleich geblieben mit der ausziehbaren Schenkelauflage, hervorragend bequem, super, super cool gemacht. Und hier, der Beifahrersitz ist in blau gehalten. Na? Hier einmal in diesem Rotton und rechts von mir in blau gehalten. Was sagt ihr dazu? Wie findet ihr diese Edition? Ich bin jetzt so gespannt auf eure Kommentare. Bitte haut alles raus. Wie sieht's hinten aus? Was haben die da gemacht? Und hinten setze ich das Spiel weiter fort mit Fire and Ice und dem Bogner-Logo. Und hier nochmal unser Superman-Effekt. Das ist aber echt, also ich weiß nicht, wer die Idee hier hatte, aber das ist echt cool. Das ist wirklich cool. Und hier nochmal, schaut mal hier. Ja, auch eine super Idee. Also ich wünsche mir das Auto in Serienproduktion. Liebe Volkswagen-Verantwortliche, bitte, bitte bauen und gegen Gebühr für jeden, der das Ding haben will, einfach ja, bereitstellen. Technisch, der ID.3 GTX, nichts anderes. Wir haben einen super geilen Akku. Übrigens, schaut mal. Da ist der Jonas. Jonas, sag hallo. Da ist der Chris hinten am Drehen. Wir sind hier gerade ein bisschen im Stress. Aber der ID.3 GTX, der rote da. Guck mal, Leute. Mit dem haben wir einen Roadtrip gemacht. Mit Nass zusammen. Wir sind von München nach Locarno. Und wir werden morgen oder übermorgen von Locarno nach München wieder zurückfahren. Nee, morgen. Und dann gibt es noch ein fettes Roadtrip-Video speziell zu dem ID.3 GTX. Wir checken natürlich Autobahnverbrauch, Fahrkomfort, Fahrwerk. Was hat sich da alles getan? Wir checken dann natürlich Ladezeit. Wir checken so alles, was wichtig ist an dem Auto. Navigation, Routenplanung, Software. Übrigens mit Software 5.0 an Bord. Hier auch, was das angeht, nichts anderes. Aber jetzt nochmal zum Schluss, einmal zum Genießen, diese geile Optik mit dem wunderschönen Hintergrund. Ja. Und meine Fresse zum Schluss. Lasst mir aber gerne trotzdem ein Abo da. Wir sehen uns. Bis dann. Ciao.